Activision hat uns nach Los Angeles eingeladen auf die Call of Duty Experience 2016. Hier kann man den Multiplayer zu Infinite Warfare, Modern Warfare Remastered und den Zombie-Modus im neuen Infinite Warfare ausprobieren und natürlich auch dem E-Sport frönen, wie hier hinter uns. Und ich habe mir einen Experten eingeladen, nämlich den Fantu, einen der größten Call of Duty YouTuber überhaupt, weltweit. Und auf jeden Fall einer der größten bei uns im Netzwerk, um mir mal so ein bisschen ein Meinungsbild einzufangen. Und wie gefällt dir denn Infinite Warfare so? Was ist dein Fazit, dein erstes Fazit zu der Stunde, die wir jetzt schon spielen konnten? Ich habe ein bisschen länger gespielt, ich habe da noch was dran gehangen. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, ich hatte Spaß gerunden und ich denke und hoffe, dass es auf jeden Fall auch später so bleibt, wenn das Spiel dann draußen ist. Was ist denn das, was dir so am besten gefällt an diesen ganzen Neuerungen, den Rigs, den neuen Items und so weiter? Ich finde die Rigs ganz gut. Ist irgendwie die Spezialisten, die wir schon ein bisschen kennen, vielleicht aus Black Ops 3, nochmal in ein neues Gewand gehoben. Und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und der neue Spielmodus, Defender, glaube ich, hieß der war auch irgendwie ganz lustig. Hatten wir ein sehr spannendes Match, irgendwie mit 3 Punkten gewonnen. Hat wirklich Spaß gemacht. Also da wird man, glaube ich, ein paar wirklich schöne Matches haben. Was denkst du denn so, was als Experte, was der größte Unterschied ist zwischen Black Ops 3 und dem neuen Infinite Warfare? Natürlich auf Basis von dem, was wir bisher schon gesehen haben. Das ist die Frage. Also ich finde, die beiden Spiele ähneln sich schon ganz schön. Aber ich würde sagen, dass vielleicht mit dem Movement noch mal ein bisschen besser gearbeitet wird zum Beispiel. Das heißt, die Fehler an den Maps zum Beispiel, die man hatte bei Black Ops 3, die wurden ein bisschen minimiert. Das Movement ist noch da, aber vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, was ich persönlich ein bisschen schöner finde. Jetzt habe ich schon mit ein paar Leuten geredet und auch im Twitch-Stream so geschaut. Das Stimmungsbild geht ein bisschen auseinander. Es gibt Leute, die sind ein bisschen enttäuscht vom neuen Infinite Warfare, von dem ganzen Movement, dass bestimmte Dinge nicht geändert wurden. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die es eigentlich ganz cool finden. Die sagen, das spielt sich sehr fluffig, sehr ähnlich. Wo würdest du dich dann da positionieren auf der Skala zwischen eher nicht so und, oh ja, das ist ziemlich cool? Ich finde es ziemlich cool. Ich bin ein großer Fan von klassischen CODs, normales Movement. Ich glaube auch, dass da wieder was kommen wird. Bin ich mir ziemlich sicher, irgendwann in den nächsten Jahren. Und jetzt nochmal ein Jahr mit einem COD in der Zukunft, mit einem Movement und so weiter oder mit einem speziellen Movement, 3D-Movement, finde ich gut. Kann ich auf jeden Fall mit umgehen und wie gesagt, ich glaube, ich werde auf jeden Fall auch mit einer Zukunftssache Spaß haben. Jetzt hast du ja eine riesige Call of Duty-Fangemeinde auf deinem Kanal. Was denkst du, wie die Fans das aufnehmen werden, so im Strich? Wird es genau das sein, was sie sich erhofft haben? Ich habe ja schon erstes Feedback bekommen, auch schon in der Vorberichterstattung und auch bei mir ist es auf jeden Fall so, dass die Zuschauer sehr gespalten sind. Also manche hassen es komplett, andere finden es aber auch wirklich verdammt gut. Ich denke, die Beta wird dann wahrscheinlich zeigen, wie dann die Gesamtstimmung ist, wenn alle mal getestet haben, wie es ist. Und bin ich sehr gespannt drauf. Denkst du denn abschließend, dass Activision mit seinen Ambitionen im E-Sport Fuß zu fassen, gerade in Deutschland, mit Infinite Warfare die richtige Richtung einschlägt? Ist das das, was sie tun sollten? Oder würdest du es anders machen? Oder denkst du, sie sollten es anders machen? Ich glaube, es ist ein richtiger Schritt. Die ganzen Spieler und so weiter haben sich auf dieses Black Ops 3 Movement eingestellt. Das war der erste große CWL-Titel und ich denke, es ist gut, wenn man das Movement noch mal ein bisschen weiterführt, damit sich die Spieler nicht komplett umstellen müssen, damit da nicht irgendwie Überraschungen passieren. Und ich denke, das wird auf jeden Fall gut für den Wachstum sein von der ganzen CWL-Sache. Danke für die Zeit, die du dir hier genommen hast. Ich hoffe, du hast noch viel Spaß auf der Call of Duty Experience, wirst noch ein bisschen was ausprobieren können und vielleicht sehen wir uns ja beim Paintball und treten dann gemeinsam gegen andere Spiele an als Team Deutschland, Team Alliance. Hab noch viel Spaß. Würde mich freuen. Dankeschön. Alles klar.